Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. So, wir können jetzt Regen machen, zumindest lokal auf dem Rathausplatz. Und jetzt will ich das mal... Wollen wir zuerst in den Sumpf oder wollen wir zuerst zu den Bären, mit denen Goldlöckchen ihre Probleme hat? Warum wir hier das Wasser grün gefärbt haben, das ist mir noch nicht so klar. Hier war die drei Bärenhütte, dahin war der Sumpf. Dann gehen wir jetzt erstmal zu den Bärchen. Da bin ich mal gespannt, ob die fürchterlich sind oder gut sind oder was auch immer. Wir gehen schauen. Oh, ich habe mir das ein bisschen idyllischer vorgestellt. Aha. Okay, Ankerpunkte. Briefkasten, Stairway-Schild und Tür. Okay. Briefkasten. Da wirft der Postbote seine Briefe und die Kinder ihre Knallfrösche hinein. Ja. Können wir den aufmachen? Oh, da ist was drin. Da ist ein Brief drin. Können wir den mitnehmen? Scheiß aufs Postgeheimnis. Prost. So, was haben wir denn da gefunden? Da steht die Adresse der drei Bären drauf. Ja gut, da stehen wir. Die sollten wir wissen. Was ist da drin? Wozu? Da ist bestimmt kein Geld drin. Stimmt, Geld brauchen wir halt auch noch. Müssen wir wirklich einen Kredit aufnehmen? Das ist ein bisschen spooky, aber ja, Kredit wäre so ein Thema. Diese Schilder erinnern mich an einen geizigen Enterich. Meinst du jetzt Donald Duck? Nicht Donald Duck, Dagobert Duck, der. Okay. Eine Tür. Können wir die öffnen? Bitte keine Selbstschussanlagen oder so. Klar, ich zerreiße die Schlösser mit meinen bloßen Händen. Du sollst die verdammte Tür aufmachen. Schau sie dir mal an. All diese Kameras und Schlösser können nur eins bedeuten. Ich muss da irgendwie hinein. Ja eben, deswegen sag ich ja, öffne Tür. Klar, ich zerreiße die Schlösser mit meinen bloßen Händen. Ach so, weil das... Ja, okay. Können wir irgendwie anklopfen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Anklopfen. Klopfen. Ich schieb hier nicht einfach Krempel durch die Gegend ohne einen guten Grund. Dann reden mit der Tür. Hallo? Ja, rufen. Hallo, ich bin da, ich will rein. Nicht? Geguckt haben wir nehmen? Ich glaube nicht, dass das in meinen Hut passt. Ja, du verstehst einfach nicht, was ich machen will. Vielleicht das Brecheisen benutzen? Es bedarf mehr als eines Brecheisens, um diese Tür zu öffnen. Können wir irgendwas, den Brief vielleicht unter der Tür durchschieben? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Dass wir dort reinkommen. Ich will da rein. Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getroffen habe. Können wir... Vielleicht wird uns dann aufgetan? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Können wir einen Bitte lass mich rein auf den Notizblock schreiben und das unter der Tür durchschieben? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Okay, jetzt bin ich verzweifelt genug, alles zu benutzen. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Das drückt meine Verzweiflung aus. Das funktioniert so nicht. Dann hätten wir noch Gutschein. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Hm. Können wir hier sonst noch irgendwo hingehen? Scheinbar nicht. Moment mal, die Bären haben es doch auf Goldlöckchen abgesehen. Wenn wir uns als Goldlöckchen verkleiden. Irgendwie glaube ich auf einmal nicht mehr, dass ich wirklich auf Blondinen stehe. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass dann irgendwas passiert. Dann weiß ich es noch nicht. Hm. Dann gehen wir zum Sumpf. Näher komme ich an diesen Sumpf nicht heran.
Irgendein Trottel hat eine Mauer in den Weg gestellt. Der findet unser Witzbuch richtig toll. Okay, dann ist wahrscheinlich der Weg durch den Abwasserkanal der Weg zum Sumpf. Aber da haben wir immer noch ein Problemchen. Können wir in dem Abwasserkanal mit dem Schlauchboot schippern? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da war ja die böse Spinne. Mit 6 bis 8 Beinen. So, weil Ankerpunkte hatten wir hier keine. Wir machen trotzdem mal benutze Boot mit was auch immer. Ach, ist die Spinne ausgezogen? Okay. Dann gehen wir weiter. Ankerpunkte haben wir weiterhin keinen. Oh, nicht gehen. Ich gehe keinen Schritt weiter. Wer weiß, was hier noch so alles herumkriecht. Ohne Licht gehe ich hier keinen Schritt weiter. Wer weiß, was hier noch so alles herumkriecht. Du wiederholst dich. Okay, dann vergesst das mit dem Boot. Dann vergesst die Spinnen, die jetzt nicht mehr kamen. Wir brauchen Licht. Okay. Ich hab's verstanden. Dann gehen wir mal gucken, ob wir einen Kredit aufnehmen können. Ich weiß zwar noch nicht, was wir verkaufen sollen, aber... Denk mal eher unsere Verwandten, oder? Okay, da hatten wir... Durch die Tür kamen wir nicht. Können wir bitte einen Kredit aufnehmen? Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Ja, wir machen den... Verwandten-Überraschungskredit. Wie ist der Verwandten-Überraschungskredit? Nun, er läuft ähnlich wie der Geld- oder Lebenkredit. Nur müssen bei diesem Ihre Verwandten für Ihre Schulden aufkommen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich nehme den Verwandten-Überraschungskredit. Kein Problem, mein Herr. Sie müssen aber noch bei unserem Boss vorsprechen. Sie können in sein Büro, sobald Sie soweit sind. Ich bin bereit, meine Verwandten zu verkaufen. Öffne eine Tür. Das sieht alles ein bisschen spooky aus. Du hast ein Haarteil. Herr... Sorcerer. Herr Sorcerer. Einen Augenblick bitte. Ich muss gerade einen Versäumnisfall klären. Einen Versäumnisfall, aha, okay. Ach so, Organe wahrscheinlich oder irgendwas. Nun, Herr Sorcerer, was kann ich für Sie tun? Ganz banale Frage. Wo endet dieses Rohr? In der Abteilung Eintreibung von Außensternen. Sie besteht in erster Linie aus einem Katapult auf dem Dach. Sie zerstören die Häuser von Leuten, die ihre Zinsen nicht bezahlen können? Nun, Sie wissen ja, wie das mit diesen Vertragsklauseln ist. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich habe da einen dunklen Gedanken in meinem Hinterkopf. Wenn ich Sie sehe, fallen mir sofort ein Dutzend Toupet-Witze ein. Und wenn ich dich sehe, glaube ich nicht, dass es einen dritten Teil geben wird. Nun, kann ich also etwas für Den Sie tun? Den gibt's. Den gibt's. Ich mache eine gesponserte, Sponsorensuche. Und was genau soll das sein? Ich werde gesponsert, um, Sponsoren zu finden. Wir verleihen hier Geld. Wir verschenken es nicht. Es ist für die Stiftung Pensionierter Grafik Adventure Stars. Und wenn es für die Stiftung Hungernder Spieleprogrammierer wäre, nein. Kann ich nun etwas für Sie tun, oder nicht? Diese hungernden Spieleprogrammierer haben dich programmiert. Egal, wir würden gerne den Verwandten-Überraschungskredit abschließen. Ich bin an einem Verwandten-Überraschungskredit interessiert. Einen Moment bitte. Ich muss nur das Antragsformular suchen. Ich habe eine Idee. Auf dem Brief stand die Adresse der Bären. Und wir kommen nicht ins Haus rein. So ein Katapult könnte das Problem lösen. Okay, das scheint zu funktionieren. Irgendwie scheine ich es momentan verlegt zu haben. Wird es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal wiederzukommen? Nein. Null Problemo! Sieht irgendwie aus wie eine Abstellkammer bei ihm.
So, dann gehen wir jetzt mal zu den lieben Bären gucken, ob da jetzt wirklich was passiert ist. Hust. Währenddessen auf dem Dach. Oh. Ah, okay. Das tuscht den Kopf. Einer. Wie ist die Adresse? An die drei Bären, Honigwein Boulevard 69. Die 69. Weißt du, wo das ist? Oh ja, Feuer! Guter Schuss. Danke. Ja, also so ungefähr hatte ich mir das, denke ich mal, vorgestellt. Sorry? Fürs Dach oder so? Ah, okay, ich würde mal sagen, die Tür ist offen. So ein bisschen. Scheint, als hätte ich Ihnen einen Gefallen getan. Sie haben den Wasserhahn angelassen. Wie kommst du jetzt darauf? Weil es tropft oder was? Ah, das ist das Plakat mit Goldlöckchen. Hey, das ist das Mädchen, welches ich unten an den Docks getroffen habe. Mhm. Ein Computer. Das könnte eine PlayStation sein, oder? Oh. Ups. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ah, du Trottel. Ich denke mal eher nicht mehr. Was macht der nur in dieser Dimension? Das ist eine andere Frage. Können wir die Reste mitnehmen? Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Ich wollte aber... Können wir das Plakat mitnehmen? Ich würde ja gerne, wenn ich nur herankommen würde. Okay, du ziehst es wirklich in Betracht. Vielleicht mit dem Brecheisen angeln? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ja, der Rest macht irgendwie keinen Sinn. Aber okay, das habe ich im Hinterkopf. Dass das eine Option wäre. Sind die Bären wirklich alle ausgeflogen? Gummihandschuhe. Wir haben so Gummisachen. Das hilft doch, glaube ich, bei Elektrizität als Isolierung oder so. Weil wir den Blitz von dem Gewitter da beim Regentanz nicht ausgehalten hatten. War jetzt so ein Gedanke. Ich hasse Abwasch. Können wir das trotzdem mitnehmen? Ja, können wir, okay. So, Wasserhahn. Einer von beiden tröpfelt. Können wir den Wasserhahn bewegen? Oh, ich glaube, ich höre jemanden. Papi, Papi, da hat schon wieder jemand bei uns eingebrochen. Diesmal erwische ich diesen Hooligan. Was, ups. Papi? Es könnte gefährlich sein. Tritt zur Seite, Mami. Ich bin für so etwas ausgebildet. Oh, verflixt, ich sitze in der Falle. Mhm. Ich verstecke mich besser. Weißt du wo? Okay, Kamin macht Sinn. Puh. Ich krieg dich, Bürschchen. Wah. Es ist keiner mehr da, Mami. Hast du auch überall nachgesehen, Papi? Keiner da, Mami. Komm herein. Komm, Sohnemann. Aber wer hat nur meine Tür zerschlagen? Und wer hat meine Schwammsammlung vertrocknen lassen? Und wer hat auf mein Videospiel getreten? Ich wette, ich weiß, wer der Gauner war. Wer, Papi? Sie. Nicht schon wieder, Papi. Ich fürchte doch, Mami. Oh, Papi, was werden wir jetzt tun? Ich weiß nicht, Mami. Warum kochst du uns keinen Brei, während ich darüber nachdenke? Okay, Papi. Aber zuerst zünde ich mal ein Feuer an. Feuer? Was war das, Papi? Klang, als wären es wieder die Ratten, Mami. Simon, alles gut? Nein, okay. Ah, ja.
Ich habe sowieso mal wieder ein Bad gebraucht. Habt ihr schon das Neueste von unserem Bernd? Du hast einen Instant-Trockenzauber, oder was? Ihr wollt unbedingt der also, das mit dem Höschen habe ich immer noch im Kopf. Naja, und mit dem grünen Brunnen, was noch keinen Sinn gemacht hat. Zur barbarischen Fremdenlegion zu gehen. Weil jetzt, wo die Bärenfamilie zu Hause ist, sollen wir da mal Hallo sagen? Weil die wissen ja jetzt nicht mehr, dass wir im Schornstein gesteckt hatten. Denke ich mal. Sollen wir einfach mal Hallo sagen? Papi, Papi, da ist ein Einbrecher im Haus. Jetzt darf ich ihn, Mami. Was in drei Bärens Namen hast du in meinem Haus zu suchen? Nun, ich habe bemerkt, dass sie ein großes Loch in ihrer Hauswand haben. Ich dachte, ich komme nur schnell rein und sag's ihnen. Du schnüffelst also um mein Haus herum, ja? Simon, das war jetzt eine scheiß Ausrede. Verschone mich mit deinen Ausreden. Aber ich... Du steckst mit ihr unter einer Decke, stimmt's? Du wolltest unsere Alarmanlagen überprüfen. Nun, ich... Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich... Nenne mir einen Grund, warum ich dich nicht gleich verhaften sollte. Papi, gib dem Jungen noch eine Chance. Sei still, Mami. Lass mich nur machen. Nun? Wie war doch gleich die Frage? Steckst du unter einer Decke mit Goldlöckchen? Mit wem? Mit ihr. Ich glaube, ich habe hier ihre Perücke. Lass mich sehen. Das ist sie. Das ist der Durchbruch bei meinen Ermittlungen. Nun können wir endlich das Haus verlassen, ohne dass jemand unseren Brei auffrisst. Oder in unseren Betten schläft. Oder mein Highscore in Hinkel schlägt. Wie kann ich dir nur danken, mein Sohn? Die Stimme von dem kleinen Bärchen ist so süß. Also der eine Verrückte hat uns ja was von dem Breiträger erzählt, der jetzt ja weg ist. Also brauchen wir vielleicht irgendwie eine Schüssel Brei? Könnte ich wohl eine Schüssel Brei haben, bitte? Klarer Fall. Gib ihm eine Schüssel deines guten Breis. Okay, Papi. Komm mit mir. Hier hast du ihn. Das ist irgendwie spooky, wenn sich die Charaktere duplizieren. Schönen Tag noch, Junge. Ich komme mir vor wie ein IM. Was ist ein IM? Wir schauen den Brei an. Weiß der Geier, warum jemand dieses Zeug stehlen sollte? Ist bestimmt furchtbar lecker. Es hieß ja auch, dass der Breiträger, der hat das ja nicht irgendwie so in der Schüssel getragen, sondern er hat das am Körper getragen. Aber ich weiß noch nicht, was uns diese Information bringen soll. Ich weiß auch gerade nicht so, was wir jetzt tun sollen. Habe ich irgendwo noch irgendwas übersehen? Also wie gesagt, dass wir den Brunnen grün gefärbt haben, hat Stand jetzt keinen Sinn gehabt. Dass wir an den Tätowierer müssen wir irgendwie noch motivieren. Zum Sumpf kommen wir nicht. Magiewettbewerb müssen wir die Leute loswerden. Kalypsus laden. Da brauchen wir jetzt erst das Bett voll. Also wie gesagt, das Gewitter, das Lokale, das hat noch keinen Sinn gemacht. Wir gehen mal nochmal zum Sumpfling. Kommen Sie zum McSumpfling, denn hier ist es einfach gut. Kosttüten liegen jeder Mahlzeit gratis bei. Das macht's nicht besser. Moment, können wir hier irgendwo noch hingehen? Ah, okay, hier geht's auch noch weiter. Bei McSumpfling können die Kleinen auch ihre Geburtstagsparty feiern. Mac, stopp. Okay, wir haben neue Pixel entdeckt. Die Duschreiche, Abfalltonne, Metalltür, Abfalltonne und Duschreiche. Okay, wir schauen uns um. Hoppla, da steckt eine neuwertige Angelrute im Müll. Nur für kurze Zeit hier bei McSumpf. Wieso auch immer man das tut. Für jeden Überlebensfreak unentbehrlich.
alles für lumpige Vielleicht können wir damit so eine Krabbe angeln. Aber was hat's mit der Duschreiche auf sich? Sie führt wohl in die Küche. Nur für kurze Zeit. Hier bei McDonald's. Können wir uns da irgendwie durchschwimmen? Der Griff ist auf der anderen Seite. Alles für lumpige 8 Mark mit diesem Gutschein. Nimmt der Abfall oder legt der Abfall rein? Das ist jetzt die nächste Frage. Denn hier ist es einfach. Der nimmt Abfall. Kosttüten liegen jeder Mahlzeit gratis bei. Aha. Ist ja nur ein Restaurant. Eine verschlossene Metalltür. Sehr interessant. Ja. Können wir die aufbrechen? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Doch, ein Brecheisen und eine Tür sind sehr wohl kompatibel, zumindest in meiner Welt. So, die Abfalltonne. Nur für kurze Zeit, hier bei McDumpling erhält. Sie ist gefüllt mit Müll. Ein Sumpfburger, ein Sumpfshake, ein Sumpfkaugummi und eine Sumpfling. Ich habe eine Idee. Wir haben jetzt die Angel bekommen, mit der können wir potenziell vielleicht eine Krabbe angeln im Hafen und das dann in die Mülltonne legen und dann wird die Hand geschert und dann können wir irgendwie durch die Duschreiche oder so. Das wäre jetzt so eine Theorie. Okay, wir müssen zum Hafen. Oder vielleicht bauen wir einfach nur den Handschuh. Wir benutzen alles. So, mit Krabben. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, dann denke ich weiter drüber nach. Können wir bitte die Handschuhe mein tragen? Mein Name ist Simon, nicht Simone. Was hat das jetzt mit Simone zu tun? Egal, können wir die Gummihandschuhe mit den Krabben benutzen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Krabben nehmen, ohne gekniffen zu werden. Weil einfach so nehmen ging ja nicht. Keine Chance, sie könnten mich zwicken. Ja, deswegen meinte ich ja Angel oder was auch immer. Ich bin momentan ein bisschen lost. Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getroffen habe. Die Broschüre von den Verrückten. Das war das Notizbuch, um mit dem Pfannentyp zu quatschen. Wir können halt mal im Restaurant versuchen, ob wir dann mit dem Gutschein irgendwie doch was zu essen kriegen, auch wenn es so klang, als müsste man da 8 D-Mark noch bezahlen. Ja, vielleicht war das ja ein Irrtum. Kommen Sie zu McDumpling, denn hier ist es einfach. Da ist dieser kleine Kerl ja schon wieder. Ah ja, oh, der ist putzig. Der ist so süß. Jetzt ist er aufs Klo gegangen. Können wir auch mal aufs Klo gehen? Ich muss mal. Also wirklich. Scheinbar nicht, okay. Aber ist ja eh bald Pause, dann kann ich aufs Klo gehen. Können wir bitte den Gutschein? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Ich will das, also ich muss und ich will, dass wir das müssen. Können wir reden? Möchten Sie bestellen? Ja. Ah, genau. Kann ich meinen Junior-Tütengutschein einlösen? Kann ich meinen Junior-Tütengutschein einlösen, bitte? Sicher. Eine Junior-Tüte. Welchen Shake möchtest du? Erdbeer-Schokolade-Pizza? Bin mehr so der Schokotyp. Schokolade? Tut mir leid, wir haben nur Madengeschmack, bananenähnlicher Geschmack und Sumpfshake-Spezial. Bananenähnlich klingt essbar? Wie ist das bananenähnliche? Nun, es ist gelb und ein bisschen fruchtig. Na schön, ich versuche es. Ein bananenähnliches. Das macht 8 D-Mark. War nur ein Witz. Ich habe überhaupt kein Geld. Gut, ich lege es für dich zurück. Und nun verschwinde. Zumindest ist der Service gut.
Ja, und ich habe es richtig verstanden, dass das nicht ein Gutschein ist für 0 Euro, für 0 D-Mark, sondern für 8 D-Mark. Na gut, dann gehen wir in die Pause und aufs Klo. Bis gleich.